Würfelbox. Herzlich willkommen hier bei Würfelbox. Ich bin der Max. Ich bin der Markus. Wir haben eine Top-5-Liste vorbereitet, die bei der jetzt bei uns komplett wahrscheinlich der Nerd dann durchbricht. Und zwar die Top-5-Spiele, die ein neues Thema vertragen könnten oder bei denen wir uns gut vorstellen können, dass ein neues Thema nochmal Interesse wecken würde. Ja, und zwar für uns persönlich. Also es ist jetzt wirklich, also ich habe mir Spiele genommen, wo ich sage, hey, ich mag diese Spiele oder sie würden für mich sehr interessant sein, aber das Thema, das drauf liegt, ist entweder für mich vollkommen unpassend oder super langweilig und ich hätte gerne einfach ein ansprechenderes Thema drauf, was mehr meinem Interesse entspricht und wo ich einfach sagen würde manchmal, das passt zu den Mechanismen deutlich besser. Auf meinem Platz 5 ist vermutlich das Spiel, wo ich erst lecker soll ich draufnehmen, kennt dieses Spiel überhaupt jemand noch? Und zwar ist es Professor Pünschke. Professor Pünschke, ich glaube, dir sagt schon was, oder? Es ist ein Induktionsspiel, da gibt es noch ganz wenige davon, ähnlich wie Sendo, bei dem es eine Regel gibt und man versucht, diese Regel herauszufinden. Mhm. Zum Beispiel, Professor Pünschke nimmt auf dem Nachhauseweg jedes dritte Feld oder jedes Sternenfeld. Und genau das ist das Thema. Professor Pünschke geht nach Hause und zwar immer auf einem anderen Weg. Und das ist das Thema, ist für Induktionsspiel, finde ich, super langweilig. Warum nicht ein Sherlock Holmes Thema draufsetzen, den Nachhauseweg mehr oder weniger als Ermittlungsweg bis zur Lösung des Falles darstellen und das sozusagen als Thema zu nehmen. Also ich glaube einfach, dass das Spiel eigentlich ein nettes Spiel ist, vor allem es gibt fast kein anderes Spiel in dieser Richtung, aber es hat einfach kein Thema, das in irgendeiner Form ansprechend ist, meines Erachtens. Wer sagt denn, oh, wollen wir wieder versuchen, den Nachhauseweg von Professor Pünschke zu dekonstruieren? Also, wie gesagt, es ist natürlich jetzt nur Platz 5, aber ich mag das Spiel sehr gerne. Und ich meine, es ist nie so gewesen, dass ich gesagt habe, so, oh Mann, aber es könnte so viel besser sein, das Thema. Auf meinem Platz 5 befindet sich ein Spiel, bei dem ich das Thema sowieso schon nicht schlecht finde, und zwar Seven Wonders. What? Okay. Was? Nein. Aber was ich mir wünschen würde, ist sozusagen, bei Seven Wonders geht es ja viel darum, was tatsächlich gebaut wird. Theater, Schulen oder man hat die andere Richtung ist dann, wie viel Kriegsmacht ich habe. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man sozusagen das gesamte Konzept umsetzt auf die Periode der frühen Neuzeit. Wenn es darum geht, wir haben jetzt auf der einen Seite sozusagen weltliche Institutionen, aber wir haben auch gesellschaftliche Umbrüche oder Neuerungen, also neue gesellschaftliche Normen, neue gesellschaftliche Institutionen. Cool. Und das fände ich ganz spannend sozusagen zusätzlich zu haben, sodass es eben nicht bloß auf dem wir bauen tatsächlich etwas, sondern auch wie sich unsere Gesellschaft weiterentwickelt. Und dann spielen wir verschiedene Länder oder? Genau. Okay. Auf meinem Platz 4 befindet sich ein Spiel, das ich auch gerne spiele, und zwar Galaxy Trucker. Aber ich könnte, also was ich total cool fände, wäre Galaxy Trucker in A-Team Edition. Also halt sozusagen, wenn man sich an die guten alten Folgen A-Team zurückerinnert, war es ja immer so, dass sie in der Bredouille steckten und dann mussten sie aus Zeug, das herumlag, so ein bisschen wie bei MacGyver. Ich wollte sagen, das könntest du auch in MacGyver-Edition machen. Ja, genau. Musstest du dir halt dann plötzlich dein neues Gefährt oder irgendetwas zusammenbauen. Und irgendwie, wenn es darum geht, mit diesem Gefährt dann möglichst lange gegen möglichst viele Gefahren durchzusteigen, finde ich, dass es vom Thema her genau richtig ist. Und das fände ich irgendwie total cool. Okay. Und vielleicht sogar ein bisschen besser passend als dieses Thema, ich fliege mit meinem Truck durch das Weltall. Ja, das ist kein richtiger Truck. Das ist ja ein Raumschiff. Ja. Auf meinem Platz 4 befindet sich auch ein Tile-Laying-Game. Und zwar Cable Car, das das Thema die Straßenbahn in San Francisco hat. Und es hat einen ähnlichen Mechanismus wie Zuro prinzipiell, nur es ist ein bisschen größer gestaltet und für mehr Spieler theoretisch. Nee, für mehr Spieler ist es nicht, Quatsch. Es ist für dieselbe Anzahl an Spielern sogar. Und man versucht seine Straßenbahn möglichst lang im Schienennetz zu halten und durchs Auslegen von den Teilen, da sind sozusagen verschlungene Bahnen drauf, fahren die da sozusagen entlang. Und manche kommen zur Station und manche fahren nur einen kleinen Bogen. Und ich meine, das ist ein nettes Thema und es hat schöne Miniaturen, aber insgesamt ist es einfach ein total konfuses Straßennetz und es ist halt vollkommen unlogisch. Ich meine, manche Bahnen fahren nicht zur Haltestelle, also
Es ist okay, aber es haut mich jetzt nicht vom Hocker. Und ich könnte mir vorstellen, dass man einfach so eine Art Labyrinth-Spiel draus macht. Also sei es jetzt entweder real Mäuselabyrinth oder Fantasy theoretisch. Einfach auch, weil es erlauben würde, Spezialteile mit einzubauen. Das heißt, da geht es jetzt bei mir nicht nur rein um das reines Thema, sondern auch, was könnte ein anderes Thema erlauben. Mhm. Was soll bei der Straßenbahn passieren? Ich kann jetzt nicht das Spezialteil machen, oh, da ist ein Loch, weil das ist ja total... ist halt nicht realistisch, dass da plötzlich ein Loch ist, wo die Straßenbahn reinfällt. Aber du weißt, was ich meine. Würde ich da jetzt ein Mäuselabyrinth oder ein Fantasy-Labyrinth reinsetzen, gäbe es mehr Möglichkeiten einfach. Und es wäre realistischer, dass es Sackgassen gibt oder dass es halt Wege gibt, die nicht zum Ziel, zum Zentrum führen. Und das wäre für mich ansprechender einfach. Und ich könnte mir auch so Mäuseminiaturen vorstellen, die man da lang fährt. Ja, ich glaube, das ist vom ethischen Aspekt her. Ich glaube, nicht jeder ist zufrieden mit so Forschung an Mäusen. Mäuselabyrinths. Kommt ein bisschen drauf an. Okay, gut, da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Dann machen wir High Fantasy Dungeon Crawl. Auf meinem Platz 3 sind genau genommen gleich zwei Spiele, weil dieses Jahr eine Neuauflage oder eine Kombination mit einem anderen Spiel erschienen ist. Und zwar ist es Between Two Cities oder Between Two Castles. Und in beiden Spielen baut man durch einen Draft-Mechanismus an zwei Objekten. Und zwar am linken Objekt gemeinsam mit seinem linken Nachbarn und am rechten Objekt gemeinsam mit seinem rechten Nachbarn. Bei Between Two Cities waren es halt zwei Städte und Between Two Castles sind es zwei Schlösser. Und thematisch ist das für mich eine reine Katastrophe. Also, was soll das sein? Warum baue ich zwei Städte gleichzeitig und die aber auch noch mit meinem Nachbarn? Warum baue ich zwei Schlösser gleichzeitig? Und dann drafte ich zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, ein Schlafzimmer und ich muss mir jetzt entscheiden, in welches Schloss baue ich das jetzt? Wieso? Vergesse ich, wie ein Schlafzimmer geht, nachdem ich es einmal in meinem einen Schloss gebaut habe? Oder wird es woanders hergestellt und dann liefere ich es an dieses Schloss? Gleiches mit der Stadt. Also, ich finde einfach, das Thema passt nicht an der Stelle. Und vor allem, es gibt eh schon so viele Stadtbauspiele. Warum nochmal ein Stadtbauspiel? Wo es wenig gibt, sind meines Erachtens Zoobauspiele. Mach ein Zoo. Es gibt lauter Kooperationen zwischen Zoos in der Realität. Und zwar Verteilung von Tieren wegen Zuchtprogrammen. Ein Tier gäbe auch Sinn. Hey, ich habe einen Tiger. In welchen Zoo stecke ich ihn? Den habe ich nur einmal, den kann ich nicht in beide Zoos stecken. Also warum nicht sozusagen hier diese Zoo-Thematik, die sowieso praktisch überhaupt nicht umgesetzt ist im Brettspielbereich oder sehr, sehr wenig zumindest, hier an der Stelle mit anbringen. Es wird thematisch passen und man hätte echt nicht irgendwie so ein Problem, dass man sagt, das ist einfach Quatsch, was ich hier gerade mache und eigentlich möchte ich es in beiden Orten haben und warum geht es nicht? Auf meinem Platz 3 befindet sich eine Idee, die ich von einem Nutzer auf Reddit übernommen habe, riffraff14, und der hat folgende Idee geäußert und seitdem lässt mich diese Idee einfach nicht mehr los. Und zwar, stell dir vor, Pillars of Eternity, und wir ersetzen jetzt bloß das Eternity durch Empire. Pillars of the Empire, das heißt ein Worker-Placement-Spiel, bei dem du den Todesstern baust. Okay. Okay, ihn interessiert das überhaupt nicht. Ich fand das eine super coole Idee. Also sozusagen einfach, man muss überhaupt vom Setting her nicht so viel ändern. Du baust dir Ressourcen dafür, du baust dann diesen Todesstern hin. Ich finde das eine großartige Idee, was auch einfach thematisch. Aber lässt sich jeder Mechanismus gut umsetzen? Ich meine, das Timing funktioniert, okay. Das Worker Placement. Ja. Es kann sein, dass es hier und da so ein paar Ecken und Kanten gibt, die dann nicht mehr so gut funktionieren. Aber trotzdem, ich fände das als neues Thema für Pillars of Eternity, fände ich tatsächlich sehr spannend. Auf meinem Platz 2 ist als Ausgangspunkt ein Spiel, was ich thematisch so, schon super gut finde, und zwar Arkham Horror. Warum willst du dann ändern? Weil ich glaube, dass man sozusagen von diesem Aufbau her, und ich habe gleich zwei unterschiedliche Szenarien im Kopf, wie man das anders auch umsetzen spannend. Könnte. Ja. Und zwar, das eine wäre im Marvel-Universum, sozusagen Agents of S.H.I.E.L.D. Das könnte man machen, sozusagen, es gibt unterschiedliche Bedrohungen und du musst dir überlegen, wo du hingehst und wie du die Leute ausrüstest. Was wären die Portale? Ich reise immer durch die Portale, durch diese Welten und versiegel die dann. Was wären? Du kannst Dimensionsadresse einnehmen oder du machst halt keine Portale, sondern halt irgendwie
Bedrohungen, die glaub, Geheimlabore von irgendwelchen Okay, Bösewichten. ah, gut, okay, stimmt, du könntest theoretisch sozusagen ein Area in der Area erzeugen. Okay, Genau. ja. Und die andere Alternative wäre so eine Art von Camelot, also sozusagen, du hast die Ritter Okay. der Tafelrunde, die halt auch wieder schauen müssen, dass sie an unterschiedlichen Brandherden gleichzeitig unterwegs sind mit sowohl physischen Gegnern als in Form von Pikten als auch magischen Gegnern durch Morgana, solche Geschichten. Und das fände ich irgendwie als thematische Umsetzung, fände ich total gut, wenn man da so einen klassischen RPG-Charakter mit dabei hätte, mit Charakteren, zu denen man tatsächlich auch Bezug hat. Und die hat dann einfach, mit denen man die Abenteuer erlebt innerhalb einer Gruppe. Da fände ich jetzt das Marvel deutlich besser. Gut, natürlich, weil es mich einfach mehr anspricht, aber auch, weil ich glaube, dass sozusagen die Umsetzung der großen Alten, die ja in sehr, sehr hohen Zahl vorkommen, wenn man die Erweiterung noch mitrechnet, aber auch schon im Ja. Basisspiel, im Marvel-Universum einfach leichter umsetzbar sind als im Camelot-Universum. Ich kenne mich jetzt da ehrlich gesagt so wenig drin aus, dass ich jetzt gar nicht wüsste, wen soll ich da außer Morgana überhaupt groß verwenden. Als großen Big Bad Bösewicht. Mongolenhorden, ne? Ja, okay, Ich meine, gut. gut, die sind nie selbst nach Camelot gekommen, aber. Also, wie gesagt, aber ist eine nette Idee tatsächlich. Auf meinem Platz 2 ist ein Spiel, was schon älter ist, was aber neu aufgelegt wurde, und zwar ist es Blue Moon oder Blue Moon Legends. Früher waren es so Einzelpacks, die man kaufen konnte. Jetzt gibt alles komplett zusammen als ein Brettspiel. Und in Blue Moon Legends spielt man eine Fraktion in Blue Moon und versucht, um die Gunst der Drachen zu kämpfen. Das, was vom Thema her schon jetzt nicht so spannend ist. Ich meine, die Drachen sind nur Punktmarker, also die kommen nie ins Spiel. Und die Fraktionen, das Basisspiel damals hatte zwei Fraktionen, und zwar die Fulka, die hatten das Feuerelement, und oh, ich glaube, die Hoax, glaube ich, hießen die. Die hatten das Erdelement. Und man hat sozusagen immer entweder in Feuer oder in Erde gekämpft. Was für so ein Basisspiel okay gewesen ist. Aber das Problem ist, es gab nur die zwei Elemente. Im gesamten Spiel. Und die späteren Fraktionen, egal was es war, ob es jetzt so Art Halblinge waren oder Vogelwesen oder Meervolkwesen, haben immer noch in Feuer und Erde gekämpft. Und dieses Elementsystem fand ich unfassbar schrecklich, weil es einfach für mich nichts hergegeben hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass man da als Thema ganz viel setzen könnte, prinzipiell. Was mir so ein bisschen im Kopf die ganze Zeit rumgeschwirrt ist, war, wer Magic spielt, oder das vielleicht vor allem vor ein paar Jahren inzwischen, der hat vielleicht die Lorwyn Shadowmoor zu der Zeit gespielt. Und da geht es so darum, dass sozusagen auf einer Plane, auf einem Planeten, so ein Tag-Nacht-Rhythmus besteht, so ein starker Wechsel, der sozusagen die Persönlichkeiten verändert. Man könnte es jetzt aber auch theoretisch in der griechischen Mythologie machen, mit Ober- und Unterwelt oder irgend sowas. Einfach, dass ich sage, ich möchte etwas, das dieses Zwei-Element-System besser umsetzt, als zu sagen Feuer und Erde. Und der Rest des Themas gibt auch ansonsten nicht so viel her. Die Fraktionen sind jetzt mal abgesehen von die ich erwähnt habe, nicht sonderlich unterschiedlich. Also ich meine, ja, okay, es gibt diese Halblinge, die formen so Banden. Es gibt das Meervolk, okay, das ist halt optisch was eindeutig, genauso wie die Vögel und die Fulka. Aber die restlichen, ich glaube, vier, fünf Fraktionen sind einfach irgendwelche Nomaden, die sich irgendwie wieder ein bisschen anders unterscheiden. Ich fand es jetzt nie so toll, dass ich sage, ich würde es an dem Thema unbedingt hängen bleiben. Und wenn man dafür sozusagen dieses Elementproblem, dieses Zwei-Seiten-Problem besser lösen könnte, würde ich das jederzeit in Kauf nehmen. Auf meinem Platz 1 ist jetzt tatsächlich ein Spiel, ich habe es in der Einleitung ganz kurz erwähnt schon, das ich gar nicht besitze und was ich auch noch nie gespielt habe tatsächlich. Und das liegt unter anderem am Thema. Unter anderem, nicht nur. Ich habe allerdings viele Reviews mir angeschaut, damit ich es mir zumindest schätzen könnte, dass es mich eigentlich interessieren würde. Und zwar ist es Kingdom Death Monster. Kingdom Death Monster ist dieses riesige, gewaltige Spiel aus den letzten Jahren oder immer noch natürlich, was unfassbar erfolgreich auf Kickstarter ist. Was mich von den Mechanismen her eigentlich begeistert, weil ich bin ein Monster Hunter-Fan von den Konsolen her. Und das ist die beste Adaption meines Erachtens bis jetzt von so einem Monster Hunter-System, dass ich so gegen ein großes Monster kämpfe, versuche Ressourcen von dem Monster zu bekommen und davon irgendwelche neuen Waffen herstelle. Es hat seine Schwachpunkte, wie das es meines Erachtens, so wie ich es gesehen habe, doch sehr glücksabhängig an vielen Stellen ist und sehr viel gewürfelt ist. Fast schon zu viel für meinen Geschmack. Aber gut, das sei jetzt mal dahingestellt, ich würde es trotzdem gerne spielen. Es gibt mehrere Kritikpunkte von meinerseits. Erstens, dieses Spiel kostet, selbst wenn ich es günstig bekomme, 400 Euro. Und die Erweiterung, die aus einer Miniatur teilweise bestehen, kosten 100 Euro. Das ist einfach ein Preispunkt, wo ich sage,
Come on. Vor allem die Miniaturen sind nicht mal bemalt. Sie sind nicht mal zusammengebaut. Das ist der zweite Kritikpunkt. Ich bin richtig schlecht im Zusammenbauen von Miniaturen. Wenn eine Miniatur aus 20 Teilen besteht, nein. Ich klebe meinetwegen eine Miniatur auf eine Base drauf. Aber das war's dann auch. Vor allem zahle ich keine 400 Euro für ein Spiel, was nicht mal fertig ist. Also, wow. Ich verstehe nicht, wie es der Verlag geschafft hat, den Leuten das schmackhaft genug zu machen, damit die Leute nicht sagen, so viel Geld und nicht fertig. Warum? Aber okay, ich meine, denk an Heroescape-Zeiten zurück. Die waren gemalt, die Miniatur. Da reden wir nicht von 400 Euro fürs Basisspiel. Aber egal. Der Punkt, warum es auf meiner Liste ist, ist eigentlich der dritte Aspekt, weil wenn es jetzt wirklich so ein High-Fantasy-Thema zum Beispiel wäre, was mich jetzt wirklich anspricht, dann würde ich sagen, okay, weißt du was, jetzt investiere ich und vielleicht klebt Kathi für mich die Miniaturen zusammen. Du bist eine der wenigen Personen, die echt schlecht da drin sind. Ja, richtig, aber ist ja egal. Dann würde ich es mir zulegen. Aber das Thema ist halt einfach grotesker Horror. Ich habe kein Problem mit Horror. Ich habe kein Problem, wenn es jetzt irgend so. Ich habe kein Problem damit, dass es sozusagen so eine düstere Welt ist, wo die Menschen am Rande des Überlebens stehen, an der untersten Stelle der Nahrungskette, Chancen auf Scheitern viel größer sind als auf den Erfolg. Das ist an sich cool sogar. Ich habe auch kein Problem damit, dass die Monster wirklich, ja, aus dem Horror-Setting sind. Aber warum muss es so grotesk, vermenschlicht, sexualisiert sein? Warum brauchen die Monster überall menschliche Gliedmaßen und Testikel, Penisse und warum? Es ist nur dafür da, um zu sagen, wir sind grotesk. Es gibt keinen Sinn. Es ist einfach widerlich. Tut mir leid. Es macht keinen Spaß, diese Miniaturen anzuschauen, das Material anzuschauen, damit zu spielen. Es ist für mich einfach ein klares No-Go bei diesem Spiel. Und es ist nicht so, dass ich sagen würde, das ist eine Überzeugung von mir, dass ich sage, ich möchte das nicht spielen. Es ist einfach, es würde mir keinen Spaß machen, tatsächlich. Es ist nicht so, dass ich sage, ich könnte es nicht vertragen, aber warum bleibt man nicht bei normalem Horror? Oder, ich meine, ich kann auch High Fantasy Dark düster gestalten. Oder ich mache sowas wie Arkham Horror. Ich meine, da ist es ja auch teilweise schon ein bisschen grotesk. Aber nicht so grotesk. Also, das ist so wirklich, auch wenn man jetzt nicht denkt, dass es der Hauptgrund ist, aber für mich ist es tatsächlich der wichtigste Grund, warum ich mir dieses Spiel noch nicht zugelegt habe. Auf meinem Platz 1, und ich bin gespannt, ob ich hier lebendig herauskomme. Das kommt jetzt. Ist ein Retheme für ein Spiel, das ihr wahnsinnig gerne spielt. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar für Gloomhaven. What? Nein, du hast definitiv keine Chance. Alleine schon, weiß ja schon, High Fantasy ist. Und zwar ein Gloomhaven Retheme. Und das Neue könnte man, ja, mal schauen, ob du verstehst. Das Neue wäre dann Pokehaven. Und zwar ein Gloomhaven mit Pokémon. Oder mit Monstern, die man, also anstelle, dass man halt seine Charaktere hat und wirklich in die Rolle von einem Charakter schlüpft, dass sozusagen die Gruppe, jeder ist ein Trainer und im Laufe des Spiels kriegt ihr neue Pokémon oder neue Monster dazu. Also es muss jetzt nicht unbedingt Pokémon sein, aber irgendwie halt, ja, sozusagen monsterbasierter Kampf. Und dann finde ich, läuft es auch ziemlich gut, dass man irgendwie Pokémon, die man, oder Monster, die man jetzt sozusagen, dass man die nicht mehr braucht, also bei Gloomhaven ist es ja, dass man die dann in den Ruhestand schickt. Aber ich schicke dann die Trainer in den Ruhestand. Ich schicke ja meine Figur in den Ruhestand. Ja, schon, aber du könntest das umarbeiten, dass du als Trainer bestehen bleibst und halt sozusagen die Gruppe an Monstern. Aber habe ich nur ein Pokémon sozusagen, mit dem ich rumlaufe? Du kannst auch mehrere Pokémon haben, oder? Eins, das ist mir wurscht. Auf jeden Fall sozusagen ein Legacy-based Monster-Fighting-Game. Okay. Und für mich wäre das naheliegendste Pokémon, aber man könnte es auch wirklich nur mit Monstern machen. Ja, ich habe selber überlegt, was so die beste Umsetzung für Pokémon tatsächlich wäre im Brettspielbereich, weil ich meine, dieses Pokémon-Meistertrainer und so Spiele wollen wir jetzt mal nicht an. Das ist ein großartiges Spiel. Also die Roll-and-Move-Spiele. Ich denke, dass vielleicht so ein Spiel wie Evolution eher mehr hergeben würde. Also so ein Spiel, wo es sagt, bei dem es darum geht, eigentlich verschiedene Wesen zu haben und die sich weiterentwickeln und neue Fähigkeiten kriegen. Ich glaube, das, also wenn ich jetzt noch sage, ich möchte gerne was im Monsterbereich umsetzen, vielleicht auch im Pokémon-Bereich, denke ich, dass Evolution eher geeignet wäre. Ich weiß nicht, würde ich nicht zustimmen. Ich habe das Gefühl, Pokémon lebt davon, dass es ein narratives Element, also dass das narrative Element, also die Geschichte, die du erzählst, dass die wichtig und stark ist. Und dass du dich mit deinem Gefährten im Laufe dieser Geschichte weiterentwickelst.
Ich kann es mir immer noch nicht hundertprozentig leider vorstellen, weil ich verstehe noch nicht ganz, wer ist jetzt meine Figur? Ist es mein Trainer oder mein Pokémon? Ah, du, ich glaube, du nimmst das ein bisschen zu wortwörtlich. Also sozusagen, die Figur, mit der du dann tatsächlich Ja. kämpfst, Ja? wäre das Pokémon. Okay, das heißt, die ich auch in Ruhestand schicke, sozusagen. Genau. Die dich weiterleveln. Und der Trainer, das ist sozusagen auf einer Meta-Ebene dann. Also das Richtig. bin ich, der Ja, Spieler. genau. Ja. Es geht halt schon sehr weit vom Normalen weg, weil dann würde von jedem Spieler ein Pokémon mehr oder weniger durch den Dungeon reisen. Okay. Du würdest sie ja nicht in Dungeons schicken. Okay, ja, gut. Durchs hohe Gras. So, das war es soweit von uns. Unsere Spiele, bei denen wir uns neue Themen oder neue Zusätze für die Spiele wünschen würden. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Spiele habt, die unbedingt ein neues Thema brauchen, oder wenn ihr diskutieren wollt, ob einer von uns beiden super richtig liegt oder super daneben liegt, lasst es uns wissen, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wart hier bei Würfelbox und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wusstest du, dass man das hohe Gras mit Cut cutten konnte? Nein. Ich verarsche dich nicht. Kein Witz! Ich habe keinen Empfang. Google Pokémon Rot Blau Cut Tall Grass. Wenn du ein Pokémon vor Tall Grass stehst und Cut einsetzt, cutterst du das Gras. Danach ist kein Gras mehr da, Ja! oder wie? Ich verarsche dich nicht! Da schneidet ein Feld raus.